Gedankenanstoß. Altarblumensträuße sind Ausdruck der Freude. Sie spiegeln die Schönheit der Schöpfung. Nur in kleinen Einzelteilen spiegeln sie sie, aber sie stehen für das ganze Leben. Wir bringen Leben auf den Altar. Unser Leben bringen wir vor Gott und danken nicht nur für das Schöne, sondern für alles, was uns ausmacht, alles, was uns erhält. Dafür stehen die Blumen. Je nach Jahreszeit sehen wir verschiedene Blüten auf dem Altar. Zu Ostern die Osterglocken, im Spätfrühling, wie wir es jetzt sehen, Kornblumen. Und alle Blüten aus dem Garten in verschiedensten Farben und Formen, wie wir Menschen auch in verschiedenen Farben und Formen vor Gott kommen und alle gleich berechtigt und gleich geliebt hier sind. Rot, blau, lila, gelb und das Grün steht für das Leben und das Grün ist die Farbe der Hoffnung. So kommen wir auch mit all dem Verschiedenen, was uns ausmacht, mit unseren verschiedenen Eigenschaften, Charakterzügen, unserer verschiedenen Hautfarbe. Und wir sind alle Gottes Kinder. Abgeschnitten sind die Altarblumen. Sie erinnern uns daran, dass auch Jesu Christi Leben abgeschnitten wurde durch den Tod. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Wurzeln dieser Blumen noch in der Erde sind und dass sie wieder ausschlagen werden. Das ist zumindest unsere Hoffnung. Genau wie Jesu Christi Tod uns schon darauf verwiesen hat, dass es weitergeht unter dem Stamm des Kreuzes oder am Stamm des Kreuzes. Dass es weitergehen wird mit ewigem Leben, dass es weitergehen wird mit neuem Leben in der Welt. Altarblumen können vielfältig sein. Sie sind zu unserer Freude da, aber sie sind auch das Symbol für dieses reiche Leben, das Gott uns schenkt. Genau so gehört es hier in die Kirche auf Gottes Altar.